Ja, und herzlich willkommen auf meinem Kanal wieder. Hier ist euer Stürmi und heute mit einem anderen Video, und zwar die Tops Euro 2024 Trading Cards gegen die Panini Euro 2020 Trading Cards. Ja, und wer sich da drin alles verbirgt und wer gewinnen wird, seht ihr nach dem Intro. Ja, ich habe die, glaube ich, noch nicht geöffnet hier auf meinem Kanal. Diese hier meine ich. Ich glaube, ein Short habe ich mal gemacht. Ja, von denen gibt es, glaube ich, auf meinem Kanal, gibt es, glaube ich, welche. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber das ist ja natürlich schon 4 Jahre her. Ja, da würde ich sagen, die legen wir erstmal auf die Seite so. Oder so. Das dann so. Und dann öffnen wir mal den ersten Booster. Also zu sammeln gibt es hier 457 Karten. Wie viel gab es denn hier eigentlich? Hier gab es... was? Total 468. 468 zu 457. Okay, das ist gar nicht so viel Unterschied. Ja, da würde ich sagen, wir öffnen den ersten Booster. Ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen hier. So, dann öffnen wir das gute Ding. Ich hoffe, dass wir was Geiles ziehen. Ich will mal gucken. Ich will nichts hier. Ach, Müll. Müll. Okay. Schon wieder alles verdreht. Gut, dass ich da erstmal reingeguckt habe. So, wir haben als erstes Chiesa von Italien. Dann haben wir hier aus Albanien Yarasir Asani. Upsala. Çiçek aus der Türkei. Maksimovic aus... was ist denn das nochmal? Serbien. Ich muss mal ganz schön überlegen. Dann haben wir hier Mason Mount. Okay, der könnte schon mal nicht schlecht sein. Oh, Daily Blind. Centurion. Nicht schlecht. Von den Niederländern. Dann haben wir hier Hero. Willy Orban aus der Bundesliga. Und da haben wir noch, was ist das? Graduated Gem, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Nathan Patterson aus Schottland. Wen holen wir denn da? Also Patterson weiß ich nicht. Orban weiß ich auch nicht. Blind vielleicht. Mason Mount. Ja. Chiesa. Ich weiß es nicht. Gucken wir. Eins von denen auf jeden Fall. Kann ich das hier irgendwie noch? Ja. So. Gucken. Wen holen wir von den Tops? 2024 Karten. Mason Mount. Ich glaube, ich hole hier Daily Blind. Daily Blind geht ins Rennen für die Tops Euro 2024. Ach, das Licht schon wieder. Naja. So, jetzt kommt hier Euro 2020 von Panini. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier ziehen. Gibt es hier auch irgendwie? Natürlich gibt es Verträge. Verträge. Und nochmal Verträge. Eieiei. Okay, oh. Okay, wir haben hier von England Ben Chilwell. Wir haben, Thiago von den Spaniern. Der kommt schon mal in die engere Wahl. Khan Ayahan von der Türkei. Dann haben wir hier Jan
was? Boril oder... ja. Keine Ahnung. Was ist denn das hier für ein Land? Die für... Hä? Jetzt, ich komme nicht drauf. Was ist denn das? Ich komme echt nicht drauf. Timo Pucki. Oh, Gareth Bale als Power-Up. Ne, Allround-Player, so. Power-Up ist hier nur die Bezeichnung. Der ist auch schon mal in der engeren Wahl. Dann haben wir hier Belgien. Das Top 11 oder ein Line-Up. Nicht schlecht. Ja, also Courtois im Tor. Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Meunier, Tielemans, Witzel, Hazard, Lukaku und De Bruyne. Alter, was ein Team. Was ein Team. Und dann hier. Cristiano Ronaldo als Captain-Karte. Ich glaube, das ist dann wohl klar, wer gewonnen hat. Da gibt es 1:0 für die Panini. Schade. Dann geht es hier weiter mit der Top-Serie. So. So, zack. Alles wieder verdreht. Wunderbar. So. Wir haben aus Belgien den Donka. Der kommt schon mal nicht in die Wahl. Boller. Sadilek. Erik Janza. Dann haben wir hier Hero. Raswan Marin oder wie er heißt. Oh ja. Modric. Schon mal nicht schlecht als Captain-Karte. Kommt schon mal in die Wahl. Was haben wir denn hier? Was ist denn das für eine Karte? Was ist das hier für eine Karte? Ich muss mal kurz gucken. Oh, bis ich das gefunden habe. Holographic. Ist das Holographic? Ach, falls einer von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Ihr schreibt es einfach Jakub Brabic und dann, was es für eine Karte ist. Ich will jetzt nicht suchen, aber ich glaube, der kommt auch nicht in die engere Wahl. Dann haben wir hier, oh, was ist das hier? Ultimate. Ist das Top 11 oder irgendwie sowas? So ähnlich. PP. Pepe. Modric oder PP? Oder Pepe. Oh, gute Frage, oder? Ich würde sagen, Modric. Ich hole Modric ins Rennen. So, Alter, hier ist alles so durcheinander. So, die nächsten Panini. So, ich muss ja wieder gucken, ob alles wieder verdreht sind, die immer. Das wissen wir ja schon. Okay. Hä? Ist ja gar nichts verdreht. Was ist denn da los? Panini? Es geht ab. Nichts verdreht. Aber was ist das hier für eine Karte? Okay. Na egal. Wir haben. Was? Sauli? Väisänen? Ach Gott. Was ein Name. Paul Pogba? Ja. Könnten wir mal die engere Wahl nehmen. Dann hier Waldmann von den Niederländern. Zinchenko. Von der Ukraine. Dann haben wir hier Gregoritsch. Bekannt aus der Bundesliga. Die Karte habe ich gemeint. Rom. UEFA Euro 2020. Host City. Haben wir hier
Mannschaftsporträt von Bulgarien. Aha. Und da haben wir hier noch Ezan Ampadu. Ampadu? Ja. Aber wen hole ich da jetzt ins Rennen? Pogba. Ich hole Pogba mit. Aber Pogba gegen Modric. Da würde ich eher Modric nehmen. Pogba, der ist ja jetzt eh erstmal lange gesperrt. Ich weiß zwar nicht wie lange, aber... Jo. Oh, nee. Die Serie erst. Tops. Tops Euro. 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 So, okay. Uhu. Okay. Hä? Ist ja gar nichts verdreht hier. Was ist denn denn ab? Was habe ich denn hier für Packs? Normalerweise kann man sich immer drauf verlassen, dass sie verdreht sind. Wir haben hier aus Spanien Carlos Soler. Als nächstes haben wir hier aus Kroatien Martins Erluc. Dann haben wir hier, was sind das hier nochmal? Ungarn? Ist das Ungarn? Hungary? Ach, Adam Nagy oder boah, was ist denn? Oh ja, Jan Sommer. Kommt aber nicht in die Wahl. Kasper Schmeichel. Ja, kann man. Aber ich glaube, es kommen noch bessere. Baumgartner. Dann haben wir Golden Goalscorer. Antoine Griezmann. Okay, den holen wir mal mit. Den holen wir mal mit. Und dann noch hier David Alaba als Centurion. Auch nicht schlecht. Aber ich hole Griezmann mit. So. Antoine Griezmann gegen... Ich bin gespannt. Gegen wen er antritt. So. Hier sind es wieder. Okay. Ich bin gespannt, ob er geschlagen wird. Antoine Griezmann. Wir haben hier aus der Türkei Hasan Ali Kaldirim. Dann haben wir hier aus Italien Stefano Sensi. Dann haben wir hier Zielinski von den Polen. Na. Dann haben wir Andreas Ulmer. Na. Junge. Mein Namensvetter. So, dann hier Albin Ekdal. Oh, was ist das? Was ist das? Multiple. Zillissen, Van Dijk und De Ligt. Ah ja. Nicht schlecht. Aber die zählt ja nicht. Oh je. Es wird eng. Wir haben hier das Schweden-Club-Logo. Club-Logo. Arsenal-Logo. Und da haben wir hier noch Alexander Dragovic als Fans-Favorite. Ja. Das ist ja mal richtig kacke. Gegen wen sollen die da antreten? Die Dreierkarte kann ich nicht nehmen. Da war ja nicht wirklich einer krass dabei. Hm, dann holen wir halt den hier. Dragovic. Aber ich denke mal, hier, Griezmann wird da wahrscheinlich nicht gewinnen. Da würde ich sagen, Tops hat hier 2:1 gewonnen. Sü hat hier den Punkt geholt für die Panini-Serie. Ja, falls ihr nochmal irgendwie so ähnliche Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst kostenlos ein Abo da. Ich würde mich darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.